Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von GTA 3. Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt in den Wagen ein und machen die nächste Mission vom Donald. Schauen wir mal, dass wir da ohne großen Schaden ankommen. Was ja nicht immer möglich ist. Diesmal haben die in der Kurve da sogar keinen Unfall gebaut. Schon mal nicht schlecht. Ach, mal hier durchwuseln. Schauen wir mal, dass wir. Hau mal ab da. So, schauen wir mal, dass wir. Ja, gut, mit großem Schaden ist jetzt auch so eine Sache. Fahren wir einfach mal weiter und gucken, dass wir heil ankommen. Dürfte ja nicht ganz so schwer sein. Ja, dem noch ausweichen. Gut, da sind wir auch schon da. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht so eine Mission haben wie die letzte, dass das A ewig lange dauert und B dann wieder in einer You riesigen are proving to be a Schießerei. safe investment, a rare thing in these days of falsehood. My Oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Na gut, ich denke, da können wir den Wagen auch noch weiter verwenden. Steigen wir da mal ein und fahren da mal zu dem komischen Punkt hin. Bin ich mal gespannt, was uns denn da so erwartet. Wo ist der denn? Da muss ich den anhupen. Ja, dann fährt er direkt los. Einfach mal einmal hupen und schon fährt man los. Das macht Sinn. Okay, ich muss gucken, dass der jetzt heil ankommt. Okay, dann bleiben wir mal am besten neben dem. Schauen wir mal. Vielleicht da rechts. Nee. Hinter uns ist auch nichts. Gut. Dort. Okay, also bisher. Ja, super. Okay, mein kriegt er keinen Schaden dazu, wenn der jetzt da so durch die Gegend fährt. So sieht es ja noch halbwegs gut aus. Fahren wir mal ein Stückchen vor. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass da jetzt. Macht der da was? Nee, gut. Da steht auf jeden Fall ein Kolumbianer. Der fährt auch ein wenig sehr schnell. Okay, aber der fährt weiter. Okay. Dann können wir die ja quasi auch ignorieren. Oder auch nicht. So, komm. Hier. Interessiert den gar nicht. Ja, auch nicht schlecht. So, jetzt. Wo bleibt der denn? Also irgendwie sind die gerade so ein bisschen unfähig, ne? Na egal. Fahren wir einfach mal weiter. Ich hoffe, mein Wagen hält das Ganze auch mal aus. Uiuiui. Der macht hier Unfälle und noch was. Eieieiei, Großwagen, gib Gas. Das wird jetzt hier. Oh, jetzt nervt er mich daneben noch. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass der da jetzt auf die Idee kommt, so von wegen, ey, ich steig jetzt hier aus oder ich bremse dich aus und steig dann aus. Dass die da irgendwie auf die Idee kommen und dann meinen, jo, jetzt machen wir hier mal richtig Party und jetzt haben wir auch schon zwei von denen. Ja, super. War ja ein guter Trick. So. Ja, okay, der brennt. Ah, das ist blöd, das ist blöd. Jetzt. Okay, der Wagen brennt schon mal nicht. Und der explodiert jetzt. Ja, wunderbar. Haben wir doch noch Glück gehabt. So, ich weiß, dass der hier reinfährt, deswegen. Ach, da oben stehen sie auch noch. Ja, theoretisch kann ich jetzt hier den Tunnel einfach lang fahren. Da dürfte ja keiner hinter den oder vor den einfach so erscheinen. Okay, das lassen wir mal besser. Ein Stückchen können wir vorfahren, aber zu weit auch nicht, weil ich habe so ein bisschen die Sorge, dass dann da auf einmal irgendwelche Kolumbianer auftauchen und dann da riesig Tohubabohu herrscht. Das braucht ja nicht. Okay, ist der noch in Sichtweite? Ja, was steht denn, stehst du denn da so? Na, mit dem Zielen üben wir nochmal. Ja, gut. Weil ich glaube, der hätte nervig werden können. Aber ich hätte noch einfach umfahren können, oder? Ah ja, egal, hat ja auch funktioniert. Ja, fahren wir mal ein Stückchen vor. Da. Das dürfte reichen.
kann ich eigentlich hier aussteigen und mir den Wagen da klauen? Also ein bisschen lediert ist mein Wagen ja doch schon, ne? So, und dann den da zum Beispiel nehmen. Okay, der ist auch noch sichtbar. Aber ich weiß nicht, ob der wartet. Ah, riskieren wir es mal nicht, ne? Fahren wir einfach mal weiter. So. Jetzt haben wir auch mal einen richtigen Radiosender. Da ist das Ganze doch noch ein bisschen spannender. Ja, jetzt bin ich mir nicht sicher, wo der jetzt hin will. Linksrum, geradeaus. Ja, okay. Ich glaube, er will linksrum. So wie der fährt. Der ist da ja ein wenig sehr direkt auf seiner Schiene. Ja. Dran vorbei. Ich hoffe mal, dass da hinter uns nicht der große Tod wartet. Und wir folgen mal hier weiter. Der fette LKW da eigentlich lang. Mitten durch den Beton. Aha. Die wechseln wir da einfach lustig ihre Spuren. Ja, ganz toll. Ja, der ist immer noch in Sichtweite. Ich denke mal, da können wir jetzt dann in Ruhe mal hier rausfahren und schauen, ob dort drüben noch was ist. Oder draußen. Ah, da hinten werden wir auch noch von hinten angeschossen. Aber da steht einer. Das war einfach. Ich habe mit ein bisschen mehr Gegenwehr gerechnet. Boah, jetzt bei dem kleinen Pöck fängt der an zu brennen. Aber da immerhin haben wir Glück und wir können den Wagen direkt nehmen. Boah, verliert zwar direkt eine Tür, aber das ist ja auch nicht so tragisch. So. Du bist hinter mir. Keine Konkurrenz da. Da. Na super. Hat die sich jetzt überschlagen? Schade. Ah, dann hoffen wir mal, dass der jetzt hier... So. Der nervt ja doch schon ganz schön gewaltig. So, jetzt aber. Komm. Ey, wieso schießen die? Oh, lass mich doch dahin. Jo, jetzt kriege ich auch noch hier einen Stern. Na. Ihr nervt mich jetzt hier auch noch. Ja, super. So, du brennst, der brennt auch noch. Oh Gott, oh Gott. Und der Schaden ist auch schon fast hinüber, ey. Der Schaden ist fast voll, sagen wir es so. Los, komm, hier. Weg, weg. Nicht aus. Nicht mich hier raus dem Wagen ziehen. Wahrscheinlich bin ich dann verhaftet und Mission gescheitert. Das kannst du machen, wenn du irgendwie gerade am Anfang bist. Aber jetzt komm nicht da hinten andützen. Ach, wunderbar. 40.000. Komm zu dem Fernsprecher in Wichita Gardens. Es gibt Arbeit. Ja, das können wir im nächsten Part oder so irgendwo mal machen. Ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal hier gemütlich zurück und ja, dann werden wir die nächste Mission von Donald direkt in Angriff nehmen. Weil ich glaube, da so viele können da gar nicht mehr kommen. Wir fahren uns hier aber auch gerade wieder was zurecht und einen Stern haben wir auch. Ja, so viele Missionen von Donald können dann nämlich nicht mehr kommen. Überholen wir mal hier alle schön und genau zum richtigen Zeitpunkt hier reingekommen. Oder da drauf gefahren auf die Brücke. Und Abkürzung, flupp. Hat nicht ganz so funktioniert. Immerhin sind wir schnell aus dem Wagen rausgekommen. Ja, genau. Schaut ihr da mal. Ihr lenkt da jetzt die Cops ab und ich... Ah, super. Jetzt darf ich auch noch vor dem Wegrennen. Ich glaube, ich müsste wirklich jetzt hier mal die Polizeimission machen. Gerade bei der PC-Version gibt es da, glaube ich, noch so einen kleinen Trick. Einfach so das Menü öffnen. Aber das werde ich dann mal in einem anderen Part erklären. Erstmal jetzt hier wieder... Okay, wir haben ja noch volle Panzerung. Ist doch wunderbar. Päckchen müssen wir auch noch sammeln. Aber naja, wir schnappen uns jetzt erstmal hier den Wagen und fahren dann direkt zum Donald durch. Ja, schalten wir nochmal hier auf Rise. Rise ist doch so die Musik, die mir am meisten gefällt. Ah, okay, so. Schlängeln wir uns wieder durch den Großstadt-Dschungelverkehr. Kann man das so nennen? Boah, der Wagen ist aber auch träge. Sorry.
war nicht geplant. Ja, geht ihr mal gucken. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen erste Hilfe leisten. Aber machen die eh nicht. Na, egal. Jo. Also der Wagen ist auf jeden Fall doch schon relativ träge. Ich glaube, für die nächste Mission, wenn das wieder irgend sowas ist mit fahre minutenlang, kilometerweit von A nach B, ich glaube, da schnappe ich mir dann doch mal was anderes. Der Lockvogel. A lesson in business, my friend. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value. SWAT teams have cordoned off the area around my associate in the package. Get over there, pick up the van and act as a decoy. Keep them busy and he should make good his escape. Okay, also wir dürfen jetzt wohl wieder in den Transporter zurück, beziehungsweise den Transporter, den wir gerade so wunderbar darüber getuckert haben. Da dürfen wir uns jetzt reinsetzen. Da stelle ich mir ja die Frage, warum haben wir das nicht gleich gemacht? Ja, da müssen wir jetzt, glaube ich, auf die nächste links rein. Ja, und natürlich auch rüber. Boah. Ah, na super. Jo, du hast dich überschlagen. Oh, Pech. Wenn man so fährt, dann muss man damit rechnen, dass da einfach mal einer rauskommt. Und wie ich mein Glück jetzt kenne, ist genau jetzt die Hebebrücke nach oben gefahren. Wahrscheinlich dürfen wir dann warten. Wobei, was ich noch machen muss, da oben ist ja noch ein Päckchen, ne? Ja, wobei allgemein ist auch hier, ihr fahrt mal. Sehr schön. Ja, ich meine, hupt der einfach. Und der ist hartnäckig. Und der fährt einfach gegen die Wand. Der will ein Wettrennen, das sehe ich genau. Ah, okay, mit dem Wagen habe ich da leider keine Chance. Jetzt muss ich nur aufpassen, nicht, dass ich mich hier noch irgendwie überschlage. Jo, na super. Danke. Na egal. Ja, okay, wie wär's mit Aussteigen? Okay, na, da ist ein Kopf. Da ist nix. Der ist ein bisschen... Nee, ich will keine Limo. Warum ist denn... Jetzt kommt da auch noch ein Kopf. Da ist ein Kopf, da ist nix. Da ist wieder ein Polizeiwagen. Ach, was ist denn jetzt los hier? Na, laufen wir mal da ein bisschen in die Richtung und schauen wir mal. Ne, das ist auch nicht so das, was ich mir oft habe. Okay. Ja, nehmen wir das. Ist, glaube ich, besser als alles andere. Mal schauen. Ich denke mal, wir müssen eh nicht so weit. Wobei, Shawside Vale kann doch recht verwinkelt sein. Und da lang? Na, siehste, na super. Mussten wir doch gar nicht hier lang. Okay, jetzt rechts. Wir können ja gar nicht da durch. Okay, da stehen auf jeden Fall schon mal Polizeiwagen und da steht auch ein Spotwagen. Okay. Naja, kriegen wir schon hin. Okay, da müssen wir jetzt rein. Machen wir das Ganze doch mal. Locke jetzt die Cops vom Lagerhaus weg. Ja, sicher. Das mit 6 Sternen. Okay, aber das hört sich doch noch relativ human an. Immerhin ist es noch kein Militär, so wie es bei 6 Sternen üblich ist. Aber da kommen schon die ersten Helis und da auch wieder ein Spot und natürlich die dicken Sperrfahrzeuge. Eieiei. Okay, ich würde sagen, wir fahren dann mal in unser Versteck, weil... Gerüchten zufolge soll man da vor der Polizei sicher sein. Jo, und eine Straßensperre reicht nicht, deswegen baut man 2 auf, ne? Und 2 Helis, du hast dich da schon überschlagen. Na gut, viel mehr Sterne kann ich eh nicht mehr kriegen, ne? Jo, der kleine Kopf fährt da einfach mal durch. Genial. Ne, was wir mal machen, wir probieren jetzt mal hier aus. So, jetzt dürfte hier keine Polizei mehr. Na, das funktioniert ja nicht ganz so gut, ne? Müssen wir da jetzt noch irgendwie in das... Hey, cool, das funktioniert ja echt.
Okay, das ist auf jeden Fall schon mal interessant, dass da jetzt keine Sirene mehr ist. Nicht schlecht, 1,5 Minuten haben wir noch. Ja, wunderbar. Und da bleiben wir doch einfach mal so stehen, würde ich sagen. Ne? So, wirklich nach draußen gucken können wir auch nicht. Und ja, den Heli, der wird dann da einfach mal so ein bisschen über uns hin und her fliegen. Auch nicht schlecht. Ja, packen wir mal um. Ja, dann kommen die natürlich direkt wieder. Jo, wunderbar. Okay, wir bleiben einfach mal so stehen. Gucken wir mal. Da haben wir gerade... Da läuft noch eine Prostituierte lang. Geht ganz normal ihrem Werdegang nach. Ist ja nicht so, dass da Militär und hast du nicht gesehen einen suchen, aber... Ah, tschüss, Polizei. Ich bin hier in meinem Unsichtbarkeitsversteck. Hab den Mantel von Harry Potter um. Keiner sieht mich. Ah, jetzt auch keine Sirene mehr. Ich bleib mal trotzdem lieber hier drin. Ne? Ah, fahren wir noch ein Stück zurück. Immerhin geht das Tor nicht zu, weil ich weiß nicht, was dann passieren würde. Was ist denn da jetzt explodiert? Naja. Die paar Sekunden können wir jetzt auch noch hier drinnen warten. Dann können wir mal draußen gucken. Ja. 10 Sekunden. Vielleicht kommt der... Jetzt kommt noch ein Cop oder was? Ne, das ist gar kein Cop. Das ist so ein Straßendieb, ne? Ne, der... Hau hier ab, ey. Nicht so eine Sekunde davor. War nicht schlecht. 35.000 und alle Sterne weg. Das ist eine gute Quote. Nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, ich speichere jetzt erstmal hier. Setz den Wagen hier ab und sammle nochmal den ganzen Kram hier ein. Haben ja eigentlich gar nichts verbraucht. Weder Schüsse noch irgendwas anderes. Und ja, ich würde sagen, ich speichere das Spiel dann mal. Und dann sage ich mal, bis später, der Bump.